Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Pokémon Schwarze Edition für den Nintendo DS. Hier auf meinem Kanal Hannes <laughs> Spielgalaxie Ja, heute erfolgt der 18. Part. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Im 17. Part haben wir wieder trainiert auf Route 4. Dann haben wir einen Kampf gegen Chern gewonnen und. Jetzt sind wir kurz vor dem Eingang zu Rayona City, also Rayono City in dem Fall. Und ja, wir befinden uns in Rayono Tor und überqueren jetzt sozusagen das Tor und kommen nun zu Rayono City. Ja, ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Anschauen, beim Zuschauen oder was auch immer ihr macht. Und es geht natürlich wieder los. Oh, wen haben wir? Oh Gott, Team Plasma schon wieder. Gesteh, alter Mann! Wir wissen, dass du eine Pokémon Pension betreibst. Oder oh, ist der alte Mann von der Pokémon Pension? Dachtest du etwa, dass wir der Team Plasma entgehen? Wir nehmen den Menschen ihre Pokémon weg. Und in deiner Pokémon-Pension hast du bestimmt jede Menge davon. Die gibst du uns jetzt alle. Das ist doch verrückt? Das ist doch verrückt? Du siehst für so ein starker Trainer aus. Bitte, du musst mir helfen. Ja, natürlich. Keine Sorge, alter Mann. Wenn du dich uns in den Weg stellst, nehmen wir dir deine Pokémon ab. sah dass ich nicht lache, als ob ich mich von Team Plasma besiegen lasse. Ja, labert ständig von F Befreiung der Pokémon. Alles, was ihr macht, ist Diebstahl. Oh, Guck maler. Oha, guck maler Level 18. Ich dachte, das entwickelt sich erst. Ich dachte, dass sich Nagelos erst ab Level 20 entwickelt. Wahrscheinlich kann man irgendwo die Chance bekommen, Kukmala schon als Level 18 zu fangen. Ja, machen wir auf jeden Fall die Kalklinge. Wir waren noch nicht im Pokémon Center, aber das schaffen wir schon. Vor diese Team Plasma-Leute gehen wir echt schon auf den Sack. Halten sich ständig für die Größten, weil sie so viel sind. Oh, Unratytox. Unratytox, das Bodengift-Pokémon. Oder wahrscheinlich nur Gift. Aber ich glaube, Bodengift ist es. Oder ist Unratytox also die Weite, Weiterentwicklung der Ponytox-Bodengift? Das gibt's doch nicht. Fürs Erste nichts wie weg hier. Schnell zum Vergnügungspark. Vielen lieben Dank. Hier als kleines Dankeschön nimm es nur. Mit diesem brandneuen Fahrrad wollte ich eigentlich die Stadt besichtigen, aber dazu so kam es leider nicht. Oh mein Gott, wir erhalten ein Fahrrad? Jawohl. Wir haben das Fahrrad freigeschaltet. Ich betreibe auf rote drei eine Pokémon-Version. Falls du also einmal Hilfe beim Training eines Pokémon brauchst, komm zu mir. Toll, da wollte ich mir nur Rayono City ansehen und dann sowas. Mach's gut, alter Mann. Vielen Dank für das Fahrrad. Hey, Hannes. Oh, meine Güte, da ist ja Bell. Professor Escher meinte, in Rayono City gäbe es unheimlich viel zu sehen. Den Vergnügungspark, das Sportstadion, die Sporthalle und die Kampfmetro. Oh, die Kampfmetro hört sich mal nice an. Ich gehe mir also jetzt erstmal ein Musical ansehen, also bis später. Ja, pass auf dich auf, Bell. Bis später. Ich denke, wir besuchen jetzt erstmal das Pokémon Center. Hier haben wir das Pokémon Center. Ja, natürlich, weil wir jetzt im Pokémon sind, gibt es wieder das Special. Und ihr wisst, was das bedeutet, die Pokémon Center Musik von Pokémon Rot. Blau und gelb. Ja, was für eine fantastische Musik. Ich liebe diese Melodie. Ich könnte es mir den ganzen Tag anhören. Wenn du Pokémon kämpfe magst, bist du in Rayono City genau richtig. In vielen Gebäuden findest du Trainer, mit denen du dich messen kannst. Boah, das ist ja echt geil, Mann. Aber schauen wir mal zum Musical, wo sich angeblich Bell aufhalten soll. Ja, hier ist die Bell. Ah, Hannes Spielergalaxie, die Sache mit dem Musiker geht dir nicht mehr aus dem Kopf, was? Äh, ehrlich gesagt wollte ich schauen, ob alles in Ordnung bei dir ist, Bell. Dann lass uns schnell reingehen. Äh, ja, alles klar, gehen wir rein. Das ist das Musiktheater oder was? Und der Wahnsinn, oder? Ja, bis jetzt gar nicht mal so schlecht. Hallo zusammen, sehr erfreut. Willkommen in meinem Musiktheater. Also, ich muss schon sagen, ihr seht nach zwei famosen Trainern aus. Pokémon mit aller Dekoartikeln zu schmücken, nehmt man Spaß. Probiert es doch mal, ja? Dazu braucht ihr natürlich eine Dekobox. Hier, bitteschön. Boah, jetzt bekommen wir die Dekobox auch noch gratis. Das ist ja echt geil, Mann. Jawohl, wir haben die Deko-Box. In der Deko-Box findest du das Dick. Findest du Deko-Artikel, mit denen du Pokémon kostümieren kannst? Wähle doch zunächst mal ein Pokémon aus. Ähm ja, welches Pokémon werden wir kostümieren? Ich denke, Tina. In diesem Sinne, auf die Deko, fertig los. Ah, okay, das muss man jetzt mit dem Stift machen. Das heißt, ich brauche einen Touchscreen. Okay. Einen Touchpen. Einen Moment. Ja, so, jetzt habe ich einen Touchpen gefunden. Ich habe den ja verlegt gehabt. So, was will mir denn aus? Wie wär's mit der Brille hier? Ja, nehmen wir die Brille. Oder die Masche. Okay. Nee, nehmen wir doch die Brille. Ja, was? Brille? Hallo? <laughs> okay, das sieht echt cool aus und lustig zugleich. Ja, ich denke, das passt so. Lassen wir es so, Alter. <laughs> ähm. Okay. Bravissimo, ihr habt beide wirklich einen ganz ausgezeichneten Wodegeschmack. Wer sein Pokémon kostümieren kann, kann auch beim Musical mitwirken. Ich würde mich also freuen, wenn ihr hier bald bei einem Musical mitmacht. Alle Informationen dazu erhaltet ihr an der Rezeption. Also ich sehe das Ergebnis eurer Arbeit dann auf der Bühne. Puh. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Das Musical reizt mich sehr, aber es gibt noch so viele andere Attraktionen hier. Ich habe mich entschieden. Ich mache mich erstmal, ich mache erstmal eine kleine Stadtbesichtigung. Bis später, eine Spielgalaxie. Okay, bis später, Bell. Ja, ich denke, wir gehen raus hier. Ich bin ja ehrlich gesagt nur wegen Bell reingekommen. Hä? Was zur Hölle? Papa? Was machst du denn hier? Na, was wohl? Ich bin hier, um dich wieder mit nach Hause zu nehmen. Äh, ernsthaft? Mit nach Hause zu nehmen? Warum? Deine Mutter hat mir alles erzählt. Du bist. Und du bist wirklich weit gekommen. Aber deine Reise war jetzt lang genug. Ich will aber nicht nach Hause. Ich will mit Hannes Spielgalaxie und dem Pokémon meine Reise fortsetzen. Und was ist mit Scheren? Nichts da. Jede Reise ist einmal zu Ende. Und daheim ist daheim. Aber ich bin nicht wie du, Papa. Sitze. Setze deine Reise nur fort, meine Kleine. Hä? Wer ist denn da? Oh mein Gott, das ist doch Oh mein Gott, ich kann's nicht fassen! Leute, das ist Camilla. Was soll das? Ich bin Ihr Vater. Was mischen Sie sich da ein? Mein Name ist Camilla. Ich bin Ihre Inleiterin von Rayono City und außerdem noch Model. Oh mein Gott, Camilla höchstpersönlich. Natürlich sind alle Menschen verschieden und somit auch und somit oft auch ihre Meinungen. Und manchmal können einen die Meinungen anderer ziemlich verletzen. So ist es und genau das befürchte ich. Aber das Wichtigste ist doch im Umgang mit anderen zu erkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass es auch so gut ist. Und keine Angst, Bell ist ja nie allein. Ein Trainer hat immer sein Pokémon-Team. Pokémon sind zwar niedlich, doch kommt es hart auf hart, ist auf sie verlassen. Oh, wunderbare Pokémon. Bitte Papa, bitte. Ich weiß, dass du dich um mich sorgst, weil schlimmes auf der Welt passiert, aber es gibt noch so viele gute Menschen und zusammen mit den Pokémon bin ich auch stärker geworden. Hm, mal überlegen. Ah, hm, du hast ja recht. Wenn es Stur von dir ist, auf deiner Reise zu bestehen, ist mein Bestehen darauf, die dir zu verbieten, genauso stur. Es scheint, als sei ich der größere Kindskopf von uns beiden. Es bedurfte der Worte einer dreh damit ich das erkenne. Bell, wenn du das wirklich tun willst, dann ist es auch in Ordnung für mich. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Eine Spielergalaxie, bitte, pass bitte gut auf Bell auf. Ja, du hast mein Wort, Sir. Ich werde mich sehr, sehr gut um Bell kümmern. Papa. Sobald ich den richtigen Weg für mich gefunden habe, komme ich nach Hause. Ganz bestimmt war er ja früher ebenfalls ein Trainer und viel auf Reisen. Eltern haben es auch nicht immer leicht. Ja, das stimmt. Hätte ich mich besser nicht einmischen wollen sollen? Ich wollte doch nur helfen. Also, meine lieben Trainer, ich erwarte euch in der Arena. Dort werdet ihr erfahren, welche Herausforderung eure Reise mit sich bringt. Ich kann es kaum erwarten, Camilla herauszufordern. Sie ist ja so cool. Ich will später auch mal so eine tolle Frau wie Camilla sein. Was wohl einmal aus mir werden wird? Wie auch immer, zuerst muss ich den richtigen Weg für mich finden. Bis bald, Hannespielgalaxie. Mach's gut, Bill. Oh Mann, ich hasse Abschied nehmen. Ja, das fällt, glaube ich, keinen leicht, aber das war ja noch nicht alles. So, ich denke, wir schauen uns jetzt Kampfmetro, wir schauen jetzt mal zu Kampfmetro kurz rein. Oh, was denn hier los? Sieger habe ich eingefahren, aber auch Niederland kassiert. In der Weichstation erwarten dich Züge voller Trainer, mit denen du kämpfen kannst. Wir kommen in Kampfmetro. Du bist doch ein Trainer. Nimm das, ich bestehe drauf. What the hell is this? Ah, Kampfkamera. Die Kampfkamera. Nice. Wenn du eine Kampfkamera hast, kannst du Kämpfe gegen deine Freunde bestreiten oder eine der Kampfmetro aufzeichnen. So, diese mysteriöse, unbekannte Macht. Sich jetzt auf und davon. Genau. Sie macht sich auf den Weg zum Haus der Prüfung. Zum Haus der Prüfung? Momentchen mal. Ähm, Moment. Ja, alles klar. Wo? Schillernde Rokeime, welche Farbton die wohl haben mögen. Ich hatte ein schillerndes rokaimen mal gefangen, hier auf Pokémon Schwarz. Schillernde Pokémon leuchten angeblich in den anderen Farben auf, wenn sie aus Grasbüscheln oder so hervorspringen. Ja, schillernde Pokémon sind auf jeden Fall pures Gold. Ich freue mich auf jede einzelne Pokémonart, die ich begegnen werde. Natürlich ist es mir Schnuppe, welches es ist. Ich freue mich je auf jedes Scheine, was ich mir fange, beziehungsweise fangen werde. Ich finde, Rayona City erstrahlt beinahe so hell wie die Sonne. Ja, die Sonne. Passend dazu sollst du von mir das hier jetzt bekommen. Oh mein Gott. Haben wir ernsthaft gerade einen Sonnenstein bekommen? Leute. Wenn ich jetzt einen Baumpol fange, dann kann ich ein Elfhund bekommen. Alter, das wäre echt geil, Mann. Vielleicht begegnen wir noch mal irgendwo in einem Wampol. Wenn man ein Pokémon entwickelt, macht es eine große Veränderung durch und wird grundsätzlich natürlich stärker. Entwickelt man es nicht weiter, merkt es sich dafür so schneller neue Attacken. Ja, das hat mir der Alte letztes Mal auch schon gesagt. Alter, wir haben einen Sonnenstein bekommen. Wie nice ist das? Sonnenstein zu geschenkt bekommen ist schon echt nice, oder? Ja, auf jeden Fall. Das bedeutet, wenn wir irgendwo einen warmpol bekommen, dann können wir ein Elfhund daraus machen. Also, irgendwo, ich weiß nicht, haben wir einen warmpol überhaupt hier schon gefangen? Ich kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber ich glaube schon, dass mir im Waumpol sind wir ja bereits begegnet, vielleicht haben wir im Warmpool gefangen. Dann können wir es einfach mitnehmen und dann entwickeln. Dann haben wir Elfon eingetragen. Wir haben Dudelgur, wir haben Miliceba, wir haben Praktibal. Wir haben Maisanschein, Somiam in dem Fall. Wir haben Scharakwa. Wir haben. Awesome. Wir haben tatsächlich ein Waumpol. Ja. Ich werde aber das hier nicht in diesem Part machen. Das wird ein Bonusvideo sein, Leute. Wo ich Waumpol für euch zu und entwickeln werde. Das werde ich natürlich in einem Bonusvideo machen. Nicht hier. Das soll ein Bonusvideo werden. Ist das im. Die Kampfprüfung. Die mysteriöse Unbekannte sagt dir jetzt mal, was Sache ist. Sorge dafür, dass deine Pokémon nicht K.O. gehen und nutze deine Chancen. Äh, okay. In der Kampfprüfung wird dein Kampfstil analysiert. Möchtest du es probieren? Ja, probieren wir das mal. Es tut mir leid. Für dich ist es noch ein wenig zu früh, um an der Kampfprüfung teilzunehmen. Komm wieder, wenn du deine Reise beendet hast ernsthaft Weißt du was? Du kannst mich mal. Alter, das ist ja die totale Verarschung, Mann. Ja, das ist leider so. Sind wir eigentlich hier reingegangen? Nee, ich glaube nicht. Hey du, willst doch sicher mal erleben, was es heißt, richtig stark zu sein. Oh mein Oh mein Gott, haben wir gerade Stärke bekommen? Ja, haben wir. Ein Pokémon, das Stärke einsetzt, muss sich nicht mal in Kampf befinden, um Felsbrocken zu verrücken. Wenn du dich mal einen großen Brocken versuchen willst, empfehle ich Rote 16. Mit einem kräftigen Hausdruck geht alles. Boah, das ist echt geil, Mann, Leute. Wir haben Stärke bekommen, oder? Ja, wir haben Stärke unser Schneider, somit haben wir zwei VMs. Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir können VM-Attacken Pokémon beibringen. Hast du dir das Musical angesehen, das eigenen Pokémon auf einer solchen Bühne zu erleben? Schon ein bewegendes Ereignis was? Es lässt sich kaum zu Worte fassen. Es lässt sich kaum in Worte fassen. Stratos City ist der Dreh- und Eingepunkt der Finanz Finanzwelt. Und wenn man sich vergnügen will, ist Rayono City die erste Adresse. Im einer holen sich ganz verschiedene Menschen und Pokémon und durch. Denn steht von beiden wird die Region immer geschäftiger. Okay, und was gibt's oben? Alter, wir haben gerade Stärke bekommen. Das ist voll nice. Ich dachte, Stärke muss man sich irgendwo erkämpfen. So habe ich das in Erinnerung gehabt, aber wie es aussieht, bekommt man die einfach geschenkt. Jeden Tag zur selben Zeit beginnen die Baseball-, Fußball- und Footballspiele. Wo? Im Sportstadium, ist doch klar. Ich bin nicht wirklich so an Sport interessiert, aber Basketball habe ich schon als Kind gerne gemacht. Also, in, gerne in Team gespielt, so zum Beispiel Volleyball, war auch nice. Dein Svotorin scheint dich ja richtig gern zu haben, das ist zu so, reden, da habe ich gerade etwas für dich. Was haben wir denn? Oh mein Gott, wir haben, jawohl, wir haben die Sanftglocke bekommen. Gib einem Pokémon die Sanftglocke und es wird noch zutraulicher werden. Leute, ihr wisst, was jetzt, ähm, was das bedeutet und was jetzt kommen wird. Mit der Sanftglocke können wir Bad Girl schneller entwickeln lassen. Natürlich hängt es auch davon ab, wie stark unser Band der Freundschaft ist. Endlich haben wir Sanftglocke bekommen. In der Sporthalle finden sowohl Basketball- als auch Tennismenschen statt. Oh mein Gott. Holy shit. Holy shit. Zuerst so Stärke und jetzt auch noch Sanftglocke. So nice. Schwerei Ono City ist echt eine verdammt geile Stadt. Deine Zugfahrt die ist lustig. Nimm in der Weichenstation den Zug nach Ferula und genieße die schöne Aussicht, die sie dir während der Fahrt bietet. Okay. Nee, ich denke, wir schauen jetzt mal, wo die. Ähm, nee, hier glaube ich nicht. Wo das war, wo Team Plasma hin wollte. Ihr habt ja vorhin gesehen, dass Team Plasma weggelaufen ist. Was zur. Was zum Teufel? Das ist doch N, oder? Ja, das ist N. Suchst du Tim Plasma? Sie haben sich ins Innere dem Vergnügungspark geflüchtet. Folge mir. Äh, N, wo bringst du mich hin? Äh, N, was wird denn das, wenn's fertig ist? Welt und breit. Weit und breit niemand zu sehen. Steigen wir ins Riesenrad, vielleicht sehen wir sie aus der Höhle. Ich liebe Riesenräder. Mechanik im Perfektion. Mathematische Prinzessin. Ähm, okay. Zum Riesenrad bin ich eigentlich nicht hergekommen, aber auf jeden Fall cool. Ich sage dir die Wahrheit am besten gleich. Ich bin der König von Team Plasma. Das ist jetzt ne Verarsche, oder? CS hat mich zu meinem Mithilfe bei seinem Plan zur Rettung der Pokémon gebeten. Fragst du dich auch manchmal, wie viele Pokémon es eigentlich auf der Welt gibt? Ja, eigentlich schon seit ich klein war. In Alles in Ordnung. Alles bestens. Um die Pokémon zu retten, muss ich zuerst meine Leute beschützen. Während ich kämpfe, flieht ihr von hier. Also dann, Hannes, Spiele Galaxy, teilst du meine Vision? Welche Vision denn? Meinst du die Vision eben gerade, dass ich mit Team Plasma äh, zusammenarbeiten soll oder was? Hm. Ja, ich denke, dass ich jetzt mit Nein ab... Antworten werde, weil ich die Vision nicht teile mit ihm. Aber welche Vision ich mit ihm teilen, ist das, dass sich Pokémon mit Trainern gegenseitig verstehen sollten und nicht man sollte die Pokémon nicht von den Trainern klauen. Das ist meine Antwort. Ja, ich denke, dass ich jetzt mal nein wählen werde. Verstehe sehr bedauerlich. Also dann für meine Zukunftsvision. Ich kann hier und jetzt nicht gegen dich gewinnen, aber damit Team Plasma fliegen kann, muss ich dich auffallen. Okay, Leute, haltet euch fest, bevor es zur Arena geht, bekommen es wir noch mit N, den König von Team Plasma, zu tun. Ich habe echt nicht gewusst, dass das der König war. Ich meine, ich habe schon gewusst, aber ich hab's wieder vergessen gehabt und dachte mir, dass das eigentlich CCS war. Aber wie es aussieht, ist das jetzt doch... N war der König von Team Plasma. Ich meine, alles kann ich mir auch nicht werken auf einen Zug. Ja, Ganoville haben wir easy peasy besiegt. Ganoville ist auch nicht wirklich gegen Zvotorin so stark. Flampion können wir auch mit Son Goku besiegen. Außer wir bekommen Thunder Punch, also Donnerschlag. Boah, das haben wir auch besiegt. Ja, Son Goku ist ja auch schon ganz, stö äh, ganz stark, also ganz gewachsen, wollte ich sagen. Level 25 ist schon ein sehr hohes Level. So, ähm, Zoro Keks. Zoro, Zoro, Zoro Keks. Ja, am besten George. Zoro Keks ist von Typ Unnicht und Typ Kampf. Das könnte also ein Problem sein gegen Batgirl wegen die Unlichtattacken. Ja, ich denke, der Fußtritt wird es beenden. Ja, der Fußtritt hat es tatsächlich beendet, Alter. Was für ein Schlag. <laughs> was für ein gesagt? Sympholara, okay. Ähm, Sympholara ist, glaube ich, das Psychoflug-Pokémon. Ich denke, Tina wäre da am besten geeignet. Ja, das ist das Flug Psycho-Pokémon, genau. Was wird aus der Zukunft, wie sie ich mir ausgemalt habe, wenn ich verliere, sag. Woher soll ich wissen, was deine Zukunft wird, Eben? Ich meine, du bist der König von Team Plasma. Das ist eigentlich überhaupt nicht mein Problem. Dein Pokémon-Team sieht glücklich aus. Ja, ich weiß, ich behandle es auch sehr gut. Naja, um ehrlich zu sein, Markus habe ich zwar gut behandelt, aber ich habe ihn leider wegmachen müssen. Oh Gott, Tina ist draufgegangen und Tina hat es leider nicht geschafft. Ja, dann machen wir es halt mit Son Goku. Mit Kalklinge werden wir das sicherlich noch. In dem Gang bekommen. Wir könnten auch Zornklinge einsetzen. Aber nee mach mir Kalklinge. Simfolare ist ein sehr schnelles Pokémon. Wie ihr sehen könnt. Also wie ihr gesehen habt. Ein richtig schnelles Pokémon. Ja es ist natürlich schade um Tina. Oh es hat Kalklinge abgewehrt. Okay machen wir Aquavelle mal. Boah, uh, wow, so ein Goku wäre beinahe auch drauf gegangen. Ja, ich meine, ich behandle meine Pokémon schon gut, Ann, aber das mit Markus tut mir ehrlich gesagt schon recht leid. Es war schon schmerzhaft am Anfang, aber ich denke, dass es Markus gut geht, wenn er nicht dauernd drauf gehen muss. Ja, ich denke, wir machen den Schlecker weg. Gena möchte ich auf keinen Fall wegmachen. Biss ist besser wie Schlecker, finde ich. Das Ergebnis war dasselbe. Wer bist du eigentlich? Äh, ist das dein Ernst? Du bist wirklich stark. Aber es ist an mir, die Zukunft zu formen. Das ist meine Aufgabe. Dazu werde ich den Champ übertreffen. Ich werde einzigartig sein, keine Niederlage kennen. Ich bringe alle Trainer dazu, ihre Pokémon freizulassen. Ist es dein Wunsch, wie bisher, mit den Pokémon zusammen zu sein? Jupp, das ist mein Wunsch. Dann erlange alle Ohren dieser Region und begib dich zur Pokémon-Liga. Dort kannst du ja versuchen, mich aufzuhalten. Aber falls du nicht von ganzem Herzen an deine Idee glaubst, wirst du mich niemals aufhalten können. Ähm, das war jetzt echt seltsam. Ich finde, N ist ein geheimnisvoller Trainer. Aber auch ein wenig seltsam. Naja, gehen wir noch zum Pokémon Center. Ja Leute, ihr habt richtig gehört, wir gehen nochmal zum Pokémon Center und das bedeutet, dass wieder die Spezialmusik kommt. Alles klar Leute, das war's mit dem heutigen Part wieder. Part 18 war das. Das heißt, Part 19 kommt als nächstes. Ja, ich habe den Spielstand nochmal gespeichert, um sicher zu gehen. Tja Leute, dann sage ich mal, ähm, was ich noch dazu sagen wollte wegen N, ich meine, es gibt viele Leute, die N wirklich gern haben, die ihn so respektieren, wie er ist, ich meine, ich würde ihn sehr, sehr gerne respektieren, wie er ist, aber jetzt dabei, im jetzigen Moment, fällt es mir schwer, N zu akzeptieren und zu respektieren, ich meine, er ist so ein geheimnisvoller Trainer, ich denke, dass er gar nicht mal so böse ist, wie er eigentlich ist. Aber da er der König von Team Plasma ist, hat er bestimmt auch noch einiges vor. Und deshalb kann ich ihm erst nicht, noch nicht, also jetzt noch nicht so richtig als Freund nennen oder als Kumpel, sondern eher als Rivale oder als Erzfeind. Immerhin gehört er zu Team Plasma. Und Team Plasma kann ich nicht ausstehen. Ja, Leute, ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat. Ja, wenn euch mein Video gefallen hat, dann wisst ihr, was es zu tun habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Ah ja, bevor ich vergesse, vergesst nicht meinen Kanal zu abonnieren. Folgt mir weiterhin auf weitere Videos. Auf meinem Kanal natürlich alles Spielergalaxie. Das war heute der 18. Part. Wenn ich mich recht erinnere, ist der nächste Part, Part 19. Ja. Haut rein, Leute. Vergesst nicht die Glocke zu drücken und lässt mich nicht allzu lange warten. Ich habe nämlich keinen Bock auf warten. Ich habe noch meine Pokémon-Pension zu machen. Ah ja. Ich vergaß. Wenn ihr Pokémon trainieren haben wollt, also keine Zeit zu trainieren habt, dann kommt am besten zu mir in die Pokémon-Vention auf Route 3. Ja, ich würde sagen, das war Großvater Knospricht. <laughs> okay, Leute. Haut rein, wir sehen uns dann im nächsten Part. Der 19. Part bei Pokémon Schwarz hier auf meinem Kanal Handelsspieler Galaxie. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.